5 years ago in the Ukraine. Han gör ett väldigt fint lopp och så stark han är hela vägen hem. 88, 48, 88, 48, 1 minute and 5 seconds behind the current leader Ola Blumenes Norway. Ja, Matthias Merz, sehr herzliche Gratulation zu der Silbermedaille. Wie ist es Ihnen gegangen da unterwegs? Ja, merci vielmals. Ja, es war eigentlich wirklich ein super Lauf gewesen. Ich habe gemerkt, dass ich am Anfang nicht ganz reingekommen bin, dass es noch so zwei, drei Unsicherheiten gegeben hat. Aber je länger das wurde, desto besser habe ich mich gefühlt technisch. Physisch war es für alle gleich ein rechter Kampf. Es war streng zum Laufen und tiefer Boden, steinig zum Teil und auch noch ein bisschen steil. Also es ist extrem schwierig gewesen, abzuschätzen unterwegs, wenn man drinnen liegt. Und als ich da war und gehört habe, dass es so knapp ist und dass ich Dritten oder Zweiten könnte werden könnte, ja, da habe ich gewusst, jetzt kann ich noch Vollgas geben am Schluss und da hat es auch noch gelangt, ja. Eben auf dieser Reise, also auf dieser Zusatzschlaufe, irgendwo noch mal einen Reservetank gefunden, um die Differenz zu machen und zum Silber holen? Ja, gut, wenn man hört, dass man so knapp, oder dass es gerade so knapp ist und man kann eben Silber noch holen, ja, dann werden nachher noch Kräfte frei und ich habe auch gewusst, dass der Russ, gerade um mich herum war, dass der manchmal ein bisschen Mühe hat hinten und da bin ich wirklich zuversichtlich gewesen. Wie gross ist der Erleichterung, jetzt Silbermedaille geholt zu haben? Neben ist er doch einmal sehr, sehr gut besetzt. Ja, Erleichterung nicht, aber Freude ist da, sicher. Also ich habe mich nicht zu fest unter Druck gesetzt. Also das grosse Ziel, das ist eigentlich immer noch die WM in der Schweiz. Und auch dort, also verlieren kann man nicht. Man kann immer auch stark gehen und eigentlich nur gewinnen. Und ich habe es wirklich super gefunden, die Mischung zwischen aggressiv, aber gleich vorsichtig zu laufen. Und das hat heute gut gepasst. Und jetzt mit einem Ruhetag morgen, der Sprint laufen Sie nicht, kann man auch gleich irgendwie mit einem Gläschen anstoßen? Ja, also man wird sicher irgendwo anstoßen, wahrscheinlich noch alkoholfrei. Und dann einfach sicher vorschauen, nachher noch zu staffeln. Und das ist auch gleich noch ein wichtiger Wettkampf. Und nach einer Langdistanz braucht man mindestens einen Tag, um ein bisschen erholen. Also ja, in dem Sinne freuen kann man sich schon mal, ja.